Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Kaffeeclash bei dem schönsten Wetter, das wir uns überhaupt vorstellen können. Wir haben schon mal hier Gummistiefel ausgepackt und den Regenschirm. Wir haben uns im Wetter mal ein bisschen angepasst und machen es uns jetzt einfach in der nächsten halben Stunde so richtig schön gemütlich, weil was anderes bleibt uns ja jetzt eh nicht übrig, ne? Bei dem Scheißwetter. Sophia ist auch wieder an meiner Seite. Was geht denn bisher so im Chat ab? Genau, also das Wetter ist schon ein großes Thema. Ich habe es den ganzen Tag schon beobachtet und es scheint gar nichts anderes Relevantes mehr für euch zu geben. Ihr habt euch sehr impulsiv schon über das Wetter ausgetauscht. Ich habe meinem Regenschirm mal direkt mein Outfit sogar noch angepasst. Und da werden wir gleich da mal ein bisschen mehr noch über den Regen quatschen. Genau, das ist nämlich auch ein Thema von uns. Also schreibt ordentlich mit Sophia, so wie zum Beispiel Eva und Schatrauk. Spricht man das hoffentlich richtig aus, Schatrauk. Schön, dass ihr dabei seid, also fleißig mitchatten. Und was bei diesem Wetter so in Köln los war oder was vor allem im Netz alle aufgeregt hat, hier für euch jetzt. So, den Regenschirm brauchen wir nicht mehr. Denn tschüss Sonne, tschüss Hitze, tschüss Schweiß. Herzlich willkommen, Hashtag Herbstwetter. Und der Herbst, heute ist der meteorologische Herbstanfang und der Herbst zeigt sich natürlich direkt von seiner wunderschönsten Seite. Gestern hatten wir noch blauen Himmel, Sonne und gefühlte 30 Grad und heute scheiße Regen und mindestens 10 Grad weniger. Ich sitze hier jetzt schon im Pulli. Gestern saß ich hier noch im T-Shirt, jetzt dicker Pulli. Und Sophia, das ging natürlich, das hat bestimmt im Netz auch alle richtig gefreut, dass endlich Herbst ist, oder? Ja, doch, so kann man es schon sagen. Also wir haben zum Beispiel uns schöne Sachen rausgesucht. Zum Beispiel, so schnell ist der Sommer schon wieder vorbei. Schönes Bild dazu mit Herbstlaub und passendem Schuhwerk dazu. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass mit dem Herbst sehr viele irgendwie die Weihnachtszeit schon direkt verbinden. Kamen dann direkt so Nachrichten wie, schon September, jetzt lassen die ersten Adventskalender nicht mehr lange auf sich warten. Oder zum Beispiel, hoppla, jetzt ist schon wieder Herbstanfang, da mal auf zu Aldi und Zimtsterne kaufen. Ja. Sind ja auch nur noch 3 Monate bis Weihnachten, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, wirklich traurig, dass der Sommer vorbei ist, aber traurig ist auch, was dann plötzlich bei so viel Regen auf den Straßen los ist. Volle Straßen, volle Bahnen und nur noch vereinzelt ganz mutige Fahrradfahrer, die richtig stark sind und noch durch den Regen fahren. Aber ich habe da noch eine bisschen bessere und schnellere Variante, mit der ihr vielleicht sogar den Stau umfahren könnt. Und zwar dieses wunderbare, schicke Schmuckstück, unsere Vespa. Die Regenjacke müsst ihr euch vielleicht dann noch dazu kaufen. Oder ihr macht es ganz elegant und fahrt einfach mit dem Regenschirm mit der Vespa. Stelle ich mir auch ganz elegant und vielleicht ein bisschen schwierig vor. Also bleibt vielleicht sicherheitshalber bei der Regenjacke. Aber wie ihr an die Vespa kommt, jetzt aufpassen und gewinnen. Viva la Vespa. Ein Hauch italienisches Lebensgefühl auf Kölns Straßen. Das geht so, so und so. Köln TV verlost zusammen mit dem Rollerparadies Köln eine Vespa Sprint 50 4T4V im Wert von 3.250 Euro. Ihr findet, euch würde dieses Schmuckstück besonders gut stehen? Dann bewerbt euch auf kölntv.com und sagt uns, warum die Vespa ausgerechnet vor eurer Haustür parken soll. Mitmachen könnt ihr noch bis zum 10. September. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ciao, Bella! Das war noch richtig schönes Wetter, wo ich da war. Das war noch schön, aber jetzt ist es vorbei. Aber was im Netz heute noch bei unserem zweiten Hashtag richtig abgegangen ist, es ging wirklich ab wie Schmidts Katze, denn Hashtag N-Wort. Aber was verbirgt sich dahinter? Ja, das N-Wort heißt Neger. Und darum haben wir bei diesem Hashtag auch direkt 3 Hashtags zu einem Thema. Hashtag Neger, Hashtag N-Wort, Hashtag Twittern wie Hermann. Dahinter steckt der CSU-Minister Joachim Herrmann. Der hat gestern nämlich, als er zu Gast bei Hart aber fair war, einen richtigen Kracher rausgehauen. Ich zitiere ihn mal. Und zwar sagt er, Roberto Blanco war immer ein wunderbarer Neger, der den meisten Deutschen wunderbar gefallen hat.
Ja, mutig im deutschen Fernseher dieses Wort mal auszusprechen, ist vielleicht nicht so die klügeste Idee. Eigentlich wollte er wahrscheinlich damit sagen, dass die meisten Deutschen einfach die Migranten mittlerweile akzeptiert haben, die nach Deutschland kommen. Aber ich glaube, die Formulierung war einfach ein bisschen unglücklich. Und darum erhält er jetzt im Netz natürlich ganz viel Spott und Entrüstung. Sophia, was war da los? Ja, was war im Netz los? Das ist ja das gefundene Fressen, Entschuldigung, gerade für Twitter oder Facebook. Da schreiben auch Leute dann zum Beispiel, ja, man darf da jetzt nicht böse sein. Neger ist bei CSU-Mitgliedern nichts Negatives, so wie Schwarzgeld auch. Also wird so... Ironie höre ich da raus. Ja, leichte Ironie, ein bisschen mit Humor versucht das zu nehmen. Oder anders wird auch gesagt, ja, Hermann meinte wunderbarer Neger, natürlich nur als Unterscheidung zum Kommunisten-Neger wie Barack Obama. Also es ist schon, ja, schwarzer Humor kann man das schon nennen. Sehr ironisch, versucht mit Witz zu nehmen. So kann man das ausdrücken. Ich glaube, der Herr Herrmann, der kann sich das jetzt noch etwas länger anhören und dem wird das wahrscheinlich jetzt auch noch länger vorgehalten. Mal gucken, was er für Konsequenzen da rauszieht oder bekommt von seinen Parteifreunden. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber eigentlich müssen wir uns ja heute alle lieb haben. Wirklich. Denn heute ist Hashtag Weltfriedenstag. Und das haben sich vor allem die zwei Konkurrenten McDonald's und Burger King zu Herzen genommen. Oder eher Burger King. Die wollten sich nämlich mit ihrem Konkurrenten vertragen. Und die Idee war, einen gemeinsamen Burger zu produzieren. Und der sollte so aussehen. Der McWhopper. Ja, McDonald's fand die Idee nicht so witzig. Die haben sich nicht drauf eingelassen und wollten sich nicht vertragen. Warum nicht, ja, Sophia? Das kann man gar nicht unbedingt so sehen. Also McDonald's hat sich auf Facebook dazu nochmal geäußert. Und zwar, das ist zwar eine gute Inspiration und eine gute Idee, aber man darf auch nicht vergessen, dass die beiden immer noch nicht im Krieg zueinander sind, sondern dass auch nur ein Business-Konkurrenzkampf ist, wie das nun mal üblich ist. Also das darf man jetzt auch nicht ganz so eng sehen. Es wird aber auch ein bisschen bemängelt, dass es nicht vielleicht einfach nur ein PR-Gag von Seiten von Burger King ist. Und dazu hat sich McDonald's zugeäußert. Ganz lustig dazu, aber auf Twitter hat auch jemand direkt gesagt, naja, wenn das nicht zustande kommt, man kann sich das zum Glück ja auch selber zusammenlegen, geht man halt einmal zu McDonald's und einmal zu Burger King und dann legt man sich einfach selber mal zusammen. Welche Burger muss man da kombinieren, um einen McWhopper zu bekommen? Ich bin jetzt nicht so der Burger-Spezialist. Also ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich glaube, ein Big Mac und ein Whopper. Ja, wohl, ein Big Mac hat ja keinen Mac vorne im Namen. Du musst ja was nehmen, was irgendwie McChicken Burger heißt oder sowas. Hinten dran. Ja, oder hinten dran. Ist ja auch egal, also baut euch eure Burger so, wie es euch gefällt. So, das war auf jeden Fall ganz viel Stress um einen Burger. Ich finde es eigentlich ganz witzig, die Idee. Aber mit Stress, da kennt sich auch die Stadt Köln aus, wie unsere Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger berichtet haben. Ja. Ja, aber ich bin gerade in der Sendung, Judith. Ja, sorry, aber es ist echt eine Einmeldung reingekommen. Hä? Okay, und das konnte nicht warten? Nee, sorry, ich wollte auch nicht stören. Ah, okay. Ey, Judith, ist das dein Ernst? Was habe ich dir eben gesagt, wenn ich eine Eilmeldung kriege, ne? Areal 14, das ist 12. Wie soll ich denn das jetzt lesen? Ja, brauchst jetzt gar nicht so doof gucken. Scheiße. Bist du bescheuert? Kriegst du eigentlich gar nichts hin an deinem ersten Tag? Ja, hier, nimm mit, mach neu, geht gar nicht, ne? Weißt du aber auch selber. Tschö, ja. Meine Fresse, echt unwürdig. Nein, es war natürlich nur ein Scherz. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Ich habe die Judith wirklich lieb. Aber darum geht es gerade bei der Stadt Köln. Die haben nämlich ganz schön viel Stress. Aber nicht, weil sie vielleicht die Schulen für die Wahlen, für die Oberbürgermeisterwahlen vorbereiten müssen am Sonntag oder die Mitarbeiter einführen müssen in ihre Aufgaben oder weil vielleicht einfach noch ganz viele Formulare für die Briefwahlen verschickt werden müssen. Nein, etwas viel Wichtigeres, und zwar die Schriftgröße bei den Stimmzetteln. Stimmt nicht. Es gibt Streit über die Schriftgröße. Sophia, ist das wirklich so ein großes Problem mit dieser Schriftgröße? Genau, also das Problem...
Das Problem ist, oder das Problem, was daraus gemacht wird, ist halt die Befürchtung, dass verschiedene Schriftgrößen, so ist ein bisschen schwierig auszusprechen, verschiedene Schriftgrößen andere Kandidaten benachteiligen könnten. Deswegen müsste natürlich eine einheitliche Schriftgröße her. Das ist aber gar nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt, weil es kommt da wohl auch darauf an, ob es eine Partei ist, die gewählt werden soll, oder ob es Einzelbewerber sind. Weil, wie ich jetzt rausgefunden habe, war 2009 schon mal, dass die Schriftgrößen der Parteien größer waren. Aber 2009 hat es keine Einzelbewerber gegeben. Und weil es keine Einzelbewerber gegeben hat, hat es natürlich auch keine Beschwerden gegeben. Jetzt gibt es aber Einzelbewerber. Ist benachteiligt? Benachteiligt ist im Endeffekt jetzt durch die einheitliche Schriftgröße natürlich niemand. Dann gab es natürlich noch die andere Thematik, dass die Henriette Reker ist ja zum Beispiel als Platz 6 gelistet. Sie selber sagt aber lustigerweise dazu, ja, ich bin es ja gewohnt, das Feld von hinten aufzurollen. Also nimmt es auch auf jeden Fall mit Humor. Ja. Das ist gut. Also wir hoffen natürlich, dass sich das bis Sonntag, bis zur Oberbürgermeisterwahl noch geklärt hat und dass sich dann keiner benachteiligt fühlt. Falls ihr die zwei Spitzenkandidaten Jochen Ott und Henriette Rekers nochmal genau unter die Lupe nehmen wollt, dann schaltet heute um 19 Uhr Köln TV ein, weil da haben wir gestern eine Podiumsdiskussion begleitet und alle genauen Fakten für euch. So. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, fällt mir gerade ein. Ich habe da nämlich was vorbereitet und ich würde Judith, kommst du bitte noch mal rein? Das habe ich eben ganz vergessen. Ich habe die Judith so doll angeschrien und eigentlich wollte ich dich gar nicht anschreien. Eigentlich wollte ich dich ja willkommen heißen, weil... Judith ist seit heute Volontärin bei uns bei Kaffeeclash. Und wir von Kaffeeclash natürlich mit Kuchen, weil eine Torte sagt mehr als 1000 Worte. Wir wollen dich ganz herzlich bei uns in der Kaffeeclash-Familie willkommen heißen. Ihr da draußen, ihr könnt euch dieses Bild einspeichern im Kopf, denn die wird jetzt öfter hier auf dem Bildschirm zu sehen sein. Und wir wünschen dir ganz viel Spaß und jetzt darfst du wieder davon gehen. Dankeschön. Genieß deine Torte. Sehr gut. Scheint zu schmecken.